damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kena Bridge of Spirits. Wir haben ja schon mit ihm geredet. Bei seinem Haus ist die Verheerung ziemlich dolle. Wir reden nochmal kurz mit ihm, damit wir nochmal, damit ich euch ein bisschen abhole und ich auch nochmal abgeholt werde. The rot creatures possess great power. Use them well. They may even be able to infuse your arrows with energy. Jetzt sagt er natürlich was anderes. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, dass sein Haus ziemlich krass ist und dass da ziemlich starke Mächte vorherrschen aktuell. Gucken nochmal hier drauf. Wir müssen hier runter wahrscheinlich und dann zu Taros Angst. Los geht's, Leute. Also bremsen können wir schon mal nicht. Ja, da sind auch schon die ersten Gegner. Wir sind schon ganz schön krass getroffen. Die brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur einen Pfeil. Zwei Pfeiler. Ist auch okay. Wo sind die nächsten? Wieder da oben. Ja, ein bisschen nervig die Leute hier. Dass die hier so schön im Baum sich verstecken. Das sind ja die, die wir schon unterwegs gesehen hatten. Alter, was ist das für ein riesiges, heftiges Monster hier? Können unsere Rotz drauf schicken. Der macht aber Gott sei Dank nicht ganz so viel Damage. Habe ich mir jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Hier können wir gut ausweichen und dann gleich nochmal einen mit einem Pfeil verpassen. Müssen wir doch irgendwie das Gelbe treffen bei ihm? Uiuiui. Man hat auf jeden Fall auch keine Zeit, so wirklich. Ja, durch einen Sprung. Ja, sehr schön. Da ist Mut fallen gelassen worden. Das ist nicht verkehrt. Jetzt können wir die Rotz drauf schicken. Vielleicht kriege ich da noch ein bisschen mehr Mut weg von ihm. Ah, voll daneben. Leute, voll daneben. Aber jetzt schön ausgewichen. Ah, sehr gut. Sehr gut, Leute. Den kriegen wir auch hin. Ey, er schmeißt das Ding sogar. Ja, lass mich in Ruhe da, du. Ach, sonst schicke ich meine Rotz auf dich. Mach ich sowieso. Keine Angst, Leute. Aber jetzt kann ich wenigstens mal akkurat angreifen. Ja, ich wollte gerade noch wegspringen. Hat nicht gereicht, Leute. Und gleich nochmal drauf da, meine Freunde. Bisschen Damage und das war's wahrscheinlich mit ihm. Ja, war auf jeden Fall der stärkste Gegner, den wir bisher hatten. Kommt meine Kleinen, hoch da mit euch. Und dann zerstören wir die Verderbnis. Knife for Taro when he was a boy. He loved these woods, and I tried my best to teach him the old ways. Consumed by the troubles of our village, I was
was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. I'll wait for you there. Entdecktes Relikt, Taros Messer. Ich dachte, das war irgendwie so eine Erinnerung oder sowas, aber im Endeffekt ist es ja sowas. Ist ja eine Erinnerung an Taro. Triff Ruso im vergessenen Wald. Ja, noch ist er ja hier. Ein Rod fehlt uns noch zur nächsten Stufe. Aber jetzt können wir uns ja hier mal wahrscheinlich in Ruhe umgucken. Ich könnte jetzt hier sogar mal reingehen in sein Haus. Ja gut, ihr macht meine Kleinen. Habt ihr euch auch ein bisschen was zu essen verdient? Kommt man hier irgendwie hoch? Nö. Nee. Ich finde aber auch so diese Kisten, Truhen und sowas sieht man relativ spät erst. Man muss schon ziemlich nah rangehen. Demzufolge werde ich mit Sicherheit irgendwas übersehen. Ah, irgendwo muss hier noch so eine Eule rumliegen. Okay, war mir so, als wenn ich die erst gesehen habe. Ich glaube, es war auf diesen kleinen Vorspann oder sowas, wo ich das gesehen hatte. Vielleicht sehen wir das Ganze ja mit der Maske. Jetzt mal kurz aufsetzen. Nee, erstmal nicht. Nein, dann gehen wir auf jeden Fall mal hier lang. Vielleicht finden wir hier was. Was ist das hier noch? Können wir die abschießen? Ja. Okay. Oder ist da jetzt irgendwas passiert? Ach so, ja. Alles klar. Also hier einen drauf und dann wahrscheinlich da oben nochmal einen dran. Und bei dem machen wir das gleiche auch nochmal. Ach, ist nur eine Schießübung anscheinend. Oder müssen wir die beide zeitgleich abschießen, wenn sie noch in der Luft sind? Nö, ändert nichts daran. Aber hinkriegt haben wir es trotzdem nicht. Ich hätte schwören können, dass sie das hochheben müssen und dann da irgendwie draufstellen müssen. Irgendwo muss doch hier so ein Ding zu finden sein. Hier ist wieder ein Warp-Punkt. Was können wir damit machen? Ah! Ja, man muss hier wirklich alles austesten. Das ist schon nicht ohne, Leute. Können wir jetzt mit dem was anfangen, mit dem Marottmonster? Ich nenne es Marottmonster. Mal gucken, ob wir irgendwas sehen, was wir damit machen müssen. Ich wüsste jetzt erstmal nicht. Da unten war ja eigentlich auch nichts mehr. Wieso können wir den jetzt hier herstellen? Wieso können wir den jetzt hier nehmen? Weil es war ja hier keine Verderbnis mehr. Ah! Sehr schön. Gut, aber wir müssen noch umgucken, Leute. Also ganz wichtig. Ah, da war's. Ich bin aber auch wieder orientierungslos. Aber so kennt ihr mich. Wo bleibt denn mein Klang? Und ist es nicht mitgenommen, weil ich nicht gleich auf Ziel geklickt habe, oder? Naja, dann machen wir es so. Ist zwar ein bisschen mühselig so der Weg, aber es nützt ja nichts. Und dann bis dahin bitte. Der kleine Einweiser steht schon da. Ja, er ruft seine Kumpels. Oh, die brauchen aber ganz schön lange. Aber in der Zeit können wir uns ja hier noch ein bisschen umgucken. Ob wir vielleicht das doch irgendwo für brauchen.
habe das geschafft, Klein. Ne, hab doch nicht. Also ich darf anscheinend nicht so weit weggehen. Sonst machen sie, was sie wollen. Nur nicht das, was sie sollen. Beziehungsweise werden sie wahrscheinlich dann... Das ist so, als wenn ich auf Freigeben klicke wahrscheinlich. Ja, so schließt sich der Kreis. Jetzt mal wieder hier. Okay, aber hier war auch meiner Meinung nach keine Verderbnis mehr. Das war eben gerade angezeigt. Irgendwas habe ich gerade gesehen. Das ist nur... Das brauchen wir jetzt nicht. Hier war ja auch nichts mehr. Also noch einmal kurz die Maske aufziehen hier, ob hier noch irgendwas ist, was wir jetzt übersehen haben, Leute. Das wäre ja bitter. Wollen wir nicht. Vielleicht können wir hier vorne nochmal einmal einen kleinen Impuls zünden und kriegen da eventuell noch was für. Ja, sehr gut. Aber wieso können wir jetzt hier unsere Rotz versammeln? Das schließt sich mir jetzt erstmal nicht mehr. Ja, irgendwie so sind wir auf dem richtigen Weg, Leute. Wahrscheinlich, oder? Huch, fast runtergefallen. Können wir da vielleicht irgendwie gegenschießen und dann passiert irgendwas, oder? Ah, cool. Ich wäre schon fast gesprungen, aber... Wenn das auch so geht, dann ist es ja schon mal viel wert. Einmal hinstellen, bitte. Danke. Können wir da bestimmt irgendwie runterschießen, oder? Oder können wir da einfach so einen Impuls geben? Ne, wir müssen die schon runterschießen. Können wir natürlich auch treffen. Oh, komm. Gönnt euch. Boah, stürzen sich aber auch drauf, als wenn sie Tage nichts gegessen haben. Oh, dann war doch noch irgendwo einer, oder? Habt ihr die schon mit erwischt? Na klar habt ihr die schon mit erwischt, Leute. Passiert, wenn ich dagegen schieße? Ah, cool. Gut zu wissen. Oder das erklärt? Nö, oder? Oder habe ich wieder nicht aufgepasst? Es ist durchaus möglich, dass ich das nicht mitgekriegt habe, aber ich gehe davon aus, dass ich das. Dass das einfach nicht erklärt wurde. Na also gut, es leuchtet blau, ja. Man kann denken, dass man da drauf schießen könnte, müsste, sollte, ja. Haben wir ja auch gemacht. Wieder Foot. Na dann komm, holt euch. Haut rein, Leute. Haut rein. Wer weiß, was uns in dieser Folge noch erwartet. So, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, würde ich sagen. Ab hier wird dann wieder gerutscht. Vielleicht sehen wir ja auch so eine blaue Blume zwischendurch, dass wir das auch mal anhalten können, das Ganze. Einmal kurz umdrehen. Hier ist nichts mehr. Kommen wir da jetzt irgendwie elegant rüber? Oder müssen wir tatsächlich ins Wasser springen? Was ist das da hinten? Kurz die Maske aufsetzen. Das könnte irgendwas von Bedeutung sein, aber ich glaube, wir kommen da jetzt nicht so einfach hin, oder? Zumindest war es ja in den ersten Malen auch nicht so einfach, wieder aus dem Wasser rauszukommen, ja? Nicht, dass wir jetzt den ganzen weiten Weg bis dahin schwimmen und dann haben wir nichts davon. Na gut, bis jetzt kommen wir eigentlich einigermaßen aus dem Wasser raus und da drüben sieht es auch so aus, als wenn wir durch diese Rampe da rausgehen können. Aber es scheint mir nur so eine Lampe zu sein. Na egal, wir gucken mal. Ja, irgendwas können wir damit auf jeden Fall machen. Ah, es wird wohl ein kleiner neuer Freund sein. Und damit haben wir jetzt wieder 15 von 15 und haben anscheinend eine neue gestellt. Können jetzt mehr Aktionen durchführen.
Also hier sind es auf jeden Fall nicht mehr Aktionen. Kleiner Süßer, alle versammelt. Oh, da gibt es ein Küsschen bei uns. Alle lieben uns, Leute, alle lieben uns. Na gut, dafür hat sich schon der Weg auch gelohnt. Für einen neuen Rottkumpel. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht irgendwie schnell schwimmen kann oder sowas. Also, ist wirklich. Kannst du drücken, was du willst, passiert jetzt hier nicht irgendwie was. Aber im Wasser schlagen? Nee, das geht auch nicht. Im Wasser zielen geht auch nicht. Okay. Also wir sollten im Wasser auf jeden Fall nicht angegriffen werden. Hier kommen wir jetzt nicht raus. Aber wir müssen ja eh darüber. Von daher können wir es auch direkt so angehen, dass wir da gleich hinschwimmen. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen? Wieder einen Warp-Punkt, wa? Ja, alle freischalten, Leute. Das ist schon mal nicht verkehrt, wenn wir das haben. Können wir nachher auf jeden Fall schneller mal irgendwo hinkommen. Und ich bin ja auch immer der Meinung, dass man auch am Anfang Dinge nicht sehen konnte oder beziehungsweise nicht erreichen konnte. Und deswegen vielleicht auch noch so viele Rotz über sind. Die wir jetzt vielleicht sogar mit unseren Pfeil und Bogen und dieser Fähigkeit, da diese blaue Blume abzuschießen, vielleicht sogar machen könnten. Auf der Karte, wir sind völlig falsch. Alles klar, einmal drehen bitte. Ich dachte mir, ich laufe hier ganz selbstbewusst durch die Gegend und finde natürlich das Ziel einfach so, ohne nochmal auf die Karte zu gucken. Aber nichts da. Dann müssen wir ja theoretisch irgendwie jetzt hier rüber vielleicht, wa? Ja, da sind noch ein paar Bären für unsere kleinen. Auch. Ne, so groß war doch der Stein nicht, dass ich da jetzt hier nicht hochkomme. Und kommt, gönnt euch. Oh, jetzt müssen wir also nach links weg. Ah, da ist eine blaue Blume, aber kommen wir da ohne weiteres hin? Ah, jetzt ist er auf. Und wieder ein kleiner Freund. Den hätte man jetzt auch leicht übersehen können, bin ich der Meinung. Wenn wir da jetzt runterspringen, kommen wir da bestimmt nicht so einfach wieder hoch. Alles klar. Wir sind sowieso einmal im Wasser. Kommen wir jetzt nächstes hier drauf? Nee. Na, Kena, sauf nicht ab. Alles klar, wir kommen da jetzt also nicht einfach so hoch. Und dann auf jeden Fall hier. Oh, wie sollen wir denn da jetzt weitergehen? Da? Da sind wir ja gerade. Naja, ich probiere es nochmal. Gehen wir einfach mal hier ein Stück. Irgendwo ist hier ein Rott in der Nähe, das spürt man am Controller vibrieren. Vorne. Habe ich so gewusst. Uns entgeht aber auch kein Rott hier heute. In dieser Folge 17 von 35. 35 wahrscheinlich dann bis zur nächsten, ich nenne es auch mal Entwicklungsstufe. Jetzt müssten wir links lang, aber wir können ja mal kurz gucken. Hier vielleicht irgendwie was gegen die Verderbnis machen können. Irgendwie ist mir die ganze Zeit dieses Wort Verheerung auf der Zunge. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich gerne mal Zelda spiele oder mir auch Gameplays von Zelda angeguckt habe.
Meist natürlich dann von Domtendo. Oh, das war der falsche Knopf, Leute. Wir sind auf jeden Fall richtig. Da hinten ist aber auch noch was zu sehen. Kommen wir da so ohne weiteres hin? Ja. Kommen wir. Wir können ja mal einmal die Maske aufsetzen. Hier ist wieder ein Tor, was wir irgendwie aufmachen müssen. Okay. Da hinten müssten wir eigentlich hin, aber da werden wir jetzt nicht so ohne weiteres hinkommen. Wahrscheinlich wirklich erstmal hier rüber lang gehen. Der eine leuchtet da schon mal. Oder kriegen wir es einfach so auf? Aber ich bin ja der Meinung, dass da immer irgendwie so ein anderer Stein sein muss. Ja. Was machen die Rotz? Haben die da irgendwas gesehen gehabt? Weil die da so versammelt standen. Hätte ich jetzt fast gedacht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Aber dem war nicht so. Gucken wir mal, hier ging es ja weiter. Also die wieder runterschießen? Naja, runterschießen nicht ganz, aber zumindest einmal gegenschießen. Och, Mensch, ein neuer Hutwagen. Wir haben ja mittlerweile jetzt so viele Rotz, die noch gar keinen Hut haben. Wir haben auch noch nicht so viele Hüte. Wie viel braucht man denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Da würde ich sagen, kaufen wir erstmal hiervon nochmal ein. Ach ne, ausrüsten geht doch nicht. Wir wollen ja nicht von einem kaufen. Erstmal so, dass wir von jedem gleich viel haben. Und dann kaufen wir hier nochmal eine Reihe durch. Hüte. So, und dann fehlen noch zwei. Welche gefallen euch am besten? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kaufe ich beim nächsten Mal die, die euch am besten gefallen. Ich kaufe jetzt nochmal Klee und nochmal einen Kuchen. Ja, alle haben einen Hut, alle sind ausgerüstet und gewappnet für das Abenteuer hier, Leute. Also an Geld mangelt es anscheinend nicht. Bis jetzt konnten wir alles kaufen, was wir uns so kaufen wollten. Kommen wir jetzt nicht weiter. Machen wir die auch noch auf. Aber eigentlich müssten wir hier irgendwie weiter. Aber wir können ja nochmal versuchen, jetzt hier zurückzugehen. Und dann da lang. Obwohl es da ja eigentlich auch nicht lang ging, ja. Ich bestimmt wieder irgendwas übersehen. Wäre ja nicht das erste Mal, Leute. Sogar nicht mal das erste Mal in dieser Folge. Ja, irgendwie müssen wir hier durch. Können wir die vielleicht abschießen, dass da was passiert dann? Nö. Oder gab es hier hinten noch irgendwas? Was wir jetzt noch nicht gesehen haben? Hier sollten wir nicht reinlaufen. Ah, so falsch können wir hier nicht sein. Was heißt das jetzt hier? Die Seite leuchtet gelb. Gucken wir mal, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Sehen wir hier irgendwas, was dieses gelbe Leuchten verursachen könnte? Erstmal nicht nehmen. Ist auch ein extrem großer Kreis hier. Wir können interagieren. Sammle alle drei Relikte, um Karo zu beschwören. Taro zu beschwören. Okay, also hier ist anscheinend nachher Taro nachher auftauchen. Ja, dann gucken wir nochmal zurück, ob wir da jetzt irgendwas übersehen haben. Irgendwie müssen wir hier das Tor aufmachen können. Aber wie?
Wie machen wir das jetzt auf? Was ist da oben? Wieso leuchtet das so? Ah. Ja, das soll erstmal einmal wissen. Oh, wir haben es rausgefunden, Leute. Das ist das Wichtigste. People who built them have long been forgotten, but their work still remains, watching over the forest like ancient guardians. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel Taro's presence there. I've marked the shrine locations on your map. Thank you, Ruzu. I'll work to clean the shrines. Ach, erst war es Taros Angst, jetzt ist es Taros Liebe. Bau die alten Schreine wieder auf. Um den Wächterbaum zu öffnen. Baue den Wasserschrein wieder auf, baue den Fischerschrein wieder auf, baue den Waldschrein wieder auf, baue den Gottesbaumschrein wieder auf. Ja gut, die sind jetzt alle Gott sei Dank nicht ganz so weit weg. Hier waren wir noch nicht. Aber wir haben schon ein bisschen was aufgedeckt von der Karte. Ich weiß ja nicht, wie weit das Ganze hier wirklich rüber geht. Das wäre natürlich heftig, wenn es wirklich so groß wäre, das Gebiet. Und vor allen Dingen auch noch nach oben, zu weit weg. Und ich sag mal, das Krasseste, was wir bis jetzt gesehen haben, waren ja nun wirklich die Berge am Horizont, ja. Wie viel haben wir das, haben wir denn hier alles gefunden? Aktuell sind wir ja hier, ja, könnten wir ja auch nichts gefunden haben. Ja, hier haben wir wenigstens schon 6 von 13 Rotz gefunden. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, gucken wir in der nächsten Folge direkt mal zu einem der 4 Schreine. Welchen können wir denn nochmal spontan entscheiden, ob wir jetzt hier rüberkommen oder ob wir dann eher hier so rüberkommen. Alle sind anscheinend so ein bisschen abgeschnitten von uns, alle so ein bisschen vom Wasser umgeben. Werden wir dann sehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaut gerne nochmal in die Playlist, die ich gerade einblende, falls ihr eine Folge verpasst habt. Und lasst gerne ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis zur nächsten Folge, Leute. Macht's gut.